Hallo zusammen. Wenn du dich irgendwie für Fotografie interessierst und irgendwie auf Social Media unterwegs bist, dann wirst du die letzten Wochen Werbung dafür bekommen haben. Camp Snap heißt die Kamera. Und die Frage in diesem Video ist so ein bisschen, ist das die perfekte Kamera für kleine Kinder, so als Einsteigerkamera? Macht die Spaß? Warum taugt die nix? Ist aber trotzdem eventuell interessant für dich? Und was gibt's für eine Alternative, die wir verwenden? All das in diesem Video. So, Camp Snap Kamera. Die kostet $65, wobei vorsichtig, bis sie dann hier bei mir ist, habe ich 85 Euro bezahlt mit Steuern und Versand und so weiter. Besteht aus Plastik, fühlt sich total billig an, liegt aber überraschend gut in der Hand. Sie hat hier eine kleine Daumenmulde und das Material hier vorne ist auch so ein bisschen griffig, also liegt wirklich sehr, sehr gut in der Hand. Sie ist so dieses, ja billig, aber irgendwie gut gemacht. Also die ist super sympathisch. Man nimmt sie in die Hand und sagt, oh, die ist cool. Wenn ich die Fotografen Kumpel zeige, sagt jeder, oh geil, was ist das denn? Und jeder fragt sofort, ist die analog? Nein, sie ist nicht analog, sie ist digital und hat sogar einen 8-Megapixel-Sensor, was für Schnappschüsse ja völlig ausreichend ist. Sie hat genau zwei Schalter, nämlich einen Auslöser, mit dem man sie auch anmacht. Lange drücken, dann geht sie an. Lange drücken, dann geht sie wieder aus. Und hier hinten ein Schalter für den Blitz an, aus, Auto. Den Schalten Sie sparen können, weil der Blitz absolut gar nichts taucht. Sie hat einen optischen Sucher in Gänsefüßchen. Der ist allerdings so schlecht, wenn man da durchguckt, da kann man kaum etwas erkennen. So eine billige Plastiklinse. Also nicht denken, das ist ein Glassucher, man kann da durchgucken, sondern das ist eine billige, verschobene Plastiklinse, mit der man so ungefähr erkennen kann, schemenhaft, was vor einem ist. Und sie hat ein kleines Mini-Display, auf dem die Anzahl Bilder angezeigt wird und auch der Status. Also wenn ich sie anmache, dann... Jetzt ist sie an. Also man sieht, das dauert ein paar Sekunden. Und das ist das wahrscheinlich größte Problem an der Kamera. Weil die Idee von sowas ist, vielleicht noch wichtig zu verstehen, sie hat eine Festbrennweite sozusagen, also man kann nicht zoomen, man hat auch keinen Fokus. Also nicht nur keinen Autofokus, man kann auch nicht manuell fokussieren. Man hat einfach alles im Fokus. So. Das heißt, es wäre eigentlich die perfekte Kamera für schnelle Schnappschüsse. Man sieht irgendwas Lustiges, bist mit deinen Kindern am Spielen oder mit deinen Kumpels am Pokern oder sowas, lustige Situation, schnappst die Kamera, machst ein Foto. Und das geht halt nicht, weil dauert. Jetzt mache ich ein Foto. Gehört. Es dauert ungefähr eine Sekunde, bis das Foto da ist. Und dann kann ich auch nicht sofort wieder. Pass auf. Es dauert mehrere Sekunden, bis es geschrieben ist, bis ich wieder kann. Also schnelle, spontane Schnappschüsse gehen damit nicht. Aber genau dafür ist sie gemacht. Und genau deswegen ist es eigentlich eine Schrottkamera, die ich wirklich nicht empfehlen kann. Wenn Sie das in einer neuen Version verbessern würden, dass einfach die Geschwindigkeit da ist, dann einen Drehschalter zum Anmachen und sofort da, zumindest ein Foto sofort, dann hätte sie sehr viel mehr Charme. Bildqualität zeige ich nebenbei, es sind wirklich nur Schnappschüsse, sehr verschobene Farben auch. Man kann die Firmware austauschen und auf Schwarz-Weiß schalten, also man hat Schwarz-Weiß oder Retro, muss aber, wie gesagt, Firmware tauschen, also nicht einen Schalter oder sowas. Auch das wäre natürlich ein nettes Feature. Die Linse ist offensichtlich schlecht, aber was wirklich gut, tatsächlich gut ist, weil die ist für Kinder gedacht. Die ist sehr weit zurückgesetzt, also da kann man, weil folgendes Problem, meine Tochter ist gerade 6 geworden und wenn ich der eine Kamera in die Hand gebe, die hat Spaß im Fotografieren, weil Papa fotografiert, also will sie auch. Und das Erste, was sie macht, ist mit den Fingern am liebsten voller Sonnencreme oder Ketchup oder so auf die Linse fassen. Ich erkläre ihr das jedes Mal und sie schwört jedes Mal, dass sie das nicht normal macht und passiert. Ne? Wenn sie dann im Alpha ist, fasst sie immer davor irgendwie mit den Fingern, weil sie so fotografiert und dann hat sie die Sonnencreme an der Linse. So, Punkt 1. Das passiert hier nicht, weil die weit genug hinten ist und klein genug ist. Wichtiger Vorteil. Und das Zweite, was irgendwann passiert ist, es fällt irgendwann runter. Und das soll bitte nicht mit meiner dicken Sony passieren. Aber mit der Kamera, die ist super leicht, wenn die runterfällt, das ist egal. Also die kann, glaube ich, eine ganze Menge ab. Also klar, irgendwann geht sie kaputt, aber ne? So, also das sind die Vorteile davon. So, die macht Spaß, weil sie so cool, billig, retro ist. Die stecke ich in die Hosentasche. Wir waren gerade auf Mallorca eine Woche mit der Familie und die habe ich halt immer dabei gehabt und die habe ich die meiste Zeit in der Hosentasche gehabt. Und dann halt zwischendurch mal rausgezogen, um ein spontanes Foto zu machen, was dann nicht geklappt hat, weil zu lange dauert. Deswegen, die Idee wäre gut, aber in der Praxis kann ich sie tatsächlich nicht empfehlen. So, jetzt die Frage, hat meine Tochter Spaß daran? Ja, nein. Sie möchte halt fotografieren und sie will ja keine guten Bilder machen, sondern sie will einfach, Papa fotografiert, sie will fotografieren. Und sie will sich die Fotos natürlich nachher auch angucken. Das geht hier drauf nicht. Das müssten wir am Computer machen, das ist aber nicht schlimm. Weil dann kann man immer noch sagen, komm, wir gehen am Computer und gucken uns die an. Das versteht sie, das ist kein Problem. Und sie kann durch den Sucher gucken, was dazu führt, dass sie ein bisschen bewusster fotografiert. Aber sie ist natürlich auch mega frustriert, weil sie drückt ab. Und will nochmal ein Foto machen und es geht nicht. Also das ist sehr frustrierend. So, deswegen, also nein, ich würde sie nicht nochmal kaufen und ich würde sie auch nicht als erste Einsteigerkamera empfehlen, nicht unbedingt, wegen diesen Einschränkungen. So. Alternative. Eine Alternative, die ich ausgegraben habe, ist meine alte Instax. Das ist die Mini Evo, die lag hier ewig im Schrank.
Und für Mallorca habe ich gedacht, nehme ich die doch mal mit, ist doch ganz cool. Dann können wir ein Foto am Tag irgendwie so ausdrucken, so für uns, so einen Schnappschuss halt. Die ist deutlich größer und schwerer, also wenn die runterfällt, die geht eher kaputt, das ist das Problem. Die hat auch eine größere Linse, da packt man rauf, die kann man aber gut sauber machen. Ich spreche da aus Erfahrung, das geht relativ gut. Der große Vorteil hiervon ist, ich habe ein Display. Das heißt, sie kann ein Foto machen und sich das Bild sofort angucken, das hat sie auch schnell verstanden. Vorsichtig, wenn du keine Kinder hast, witzige Anekdote. Folgendes Problem, ich mache sie an. Dann kann ich fast sofort ein Foto machen. Ich mache ein Foto. Da wird das angezeigt. Und ich kann es nicht wegmachen. Also zumindest habe ich nicht rausgefunden. Schreibe mir gerne, wie das geht. Die Rückschau kann ich leider nicht abschalten. So. Es dauert einen Moment für die Rückschau. Und so. Die Lösung ist, du musst halt den Sucher halb, den Auslöser halb durchdrücken. Dann geht die Rückschau weg. Das kennen wir. Das kennt meine Tochter aber nicht. Was sie gemacht hat, sie sieht das Bild. Sie will wieder fotografieren. Sie schüttelt die Kamera. Das Bild ist weg. Sie kann fotografieren. Das ist jetzt tief in ihr drin, ich habe versucht, ihr das zu erklären, aber sie sagt dann immer, ja Papa, aber es funktioniert. Also sie macht ein Foto, dann schüttelt sie die Kamera, bis das Bild hinten weg ist. So sind kleine Kinder. Das kriege ich wahrscheinlich auch nicht aus ihr raus, bis sie irgendwie von alleine macht, weiß ich nicht. Weil das Problem ist tatsächlich, es funktioniert. Scheinbar. Also im Grunde ja. So, das ist eine witzige Anekdote. Und dann ist natürlich hier ein bisschen Problematik. Es hat mehrere Knöpfe, an die man kommen kann, in die man was verstellt. Es gibt verschiedene Looks. Man dreht hier vorne dran, hat man einen verschiedenen Look. Man dreht hier hinten dran, hat man einen anderen Look, Spezialeffekte und so. Das passiert schnell und sie sieht das dann im Eifer des Gefechtes auch nicht und dann sind die ganzen Bilder natürlich nachher total komisch halt und nicht mit Absicht, weil sie eigentlich nur Schnappschüsse macht. Und sowas kann hiermit nicht passieren. Deswegen eigentlich ist das ideal. Und für mich als Fotograf, um das nochmal aufzugreifen, ist das auch ziemlich ideal. Sieht natürlich auch cool aus, ne? Ist das auch ziemlich ideal, weil wir sehen uns ja alle nach Einfachheit. Ich habe keinen Fokus. So das Thema Autofokus sitzt nicht, das hast du einfach nicht, das ist weg. Oder ich habe irgendeine Einstellung verstellt. Man kann nichts verstellen. Also ich würde mir wünschen, sowas in hochwertig. Fuji, liebes Fuji-Team, liebes Leica-Team, mal back to the roots, wirklich nichts machen als sowas Kleines, das einfach nur eine vernünftige Bildqualität macht dann idealerweise. Man muss nicht freistellen, das ist das Entscheidende. Dadurch, dass ich keinen Fokus habe, kann ich nicht freistellen, keinen unscharfen Hintergrund machen. Aber das muss ich ja auch nicht immer. Für normale Schnappschüsse, guck mal, wo wir sind, ist doch wurscht, da will ich sowieso Fokus haben. Also einfach nur ein bisschen besser, vernünftiger Sucher, vielleicht 12, 16 Megapixel, ein Tick bessere Linse, nur ein Tick. Und vor allem schnell, auch für Streetfotografie und so. Kann ich mir vorstellen. So, also, weil mich super viele darauf angesprochen haben, weil ich gezeigt habe, dass ich die habe, hiermit also die Warnung, vorsichtig, wahrscheinlich ist das Müll. Wahrscheinlich landet die jetzt im Regal, wobei ich nehme sie tatsächlich öfter mit. Schlusswort, kann ich nicht einfach das iPhone nehmen? Ja, natürlich, das iPhone macht bessere Fotos, viel bessere Fotos. Macht das iPhone Spaß beim Fotografieren? Nein. Macht das Spaß beim Fotografieren? Ja. Sind die Bilder nachher Müll? Ja. Habe ich Spaß gehabt? Ja. Bin ich hiermit frustriert? Ja. Aber mit dem iPhone auch manchmal. Weil dann der Fokus doch nicht sitzt oder irgendwas oder so. Na gut. Also, ich hoffe, das war hilfreich. Falls du sie dir besorgst oder was anderes, schreib gerne einen Kommentar, welches deine erste Kinderkamera ist. Ich weiß, ganz viele haben irgendwelche alten Kameras gebraucht, gekauft oder halt noch im Schrank gehabt für ihre Kinder. Dann richtige Kameras. Hätte ich halt immer ein bisschen Sorge, dass sie sowieso schnell kaputt geht. Aber vielleicht nicht. Und manche Kameras kann man da runterfallen lassen. Und die darf man, wie gesagt, auch nicht. Deswegen immer den Gurt um den Hals. Erste Regel. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.